Herzlich willkommen. Vielen Dank für die einleitenden Worte. Magnifizenzen, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Familie. Ich bin sehr froh, dass das alles so gelaufen ist, die letzte Zeit und die letzten Jahre. Und ich möchte vielleicht meine Danksagung jetzt gleich vorab und vielleicht sehr kurz machen. Ich bin dankbar für die Möglichkeit hier an der TU mich zu entwickeln, eigene Themen auch aufbauen zu können und letztlich auch sehr dankbar, dass die BOKU und das Rektorat der BOKU im Endeffekt hier auch den Mut hatte, Kollegen Pfeiffer und mich hierher zu berufen. Wir sind doch relativ jung gewesen und wir kommen aus der gleichen Gruppe. Das könnte auch gefährlich sein, wenn sich zwei sehr gut verstehen. Aber die BOKU hat das riskiert und ich hoffe, sie wird es nicht bereuen. Und das war es auch von meiner Seite schon. Ich will hier nichts aufzählen oder noch dann die Zeit weiter strapazieren, sondern Sie einladen mit mir in das Gebiet der Energietechnik einzutauchen. Ja, es stimmt, wir haben uns die Titel reißerisch überlegt. Es ist aber auch aufgegangen. Ich denke, der volle Hörsaal ist ja auch hoffentlich wegen interessanter oder vielversprechender Titel so voll geworden. Und mein Untertitel ist eben Energietechnik im Kontext nachhaltigen Wirtschaftens. Und ich möchte probieren, jetzt in der folgenden, vielleicht guten halben Stunde, die uns noch verbleibt und dann hoffentlich auch rechtzeitig noch das Buffet erleben lässt, mit Ihnen da diesen Weg zu gehen. Erst einmal darauf einzugehen und Ihnen eine Ahnung vermitteln, was meine ich mit dem Titel It's the Energy. Es geht um Energie in allen unseren Lebensbereichen, ist die Energie sehr wichtig als Grundressource, die Prozesse treibt, die unsere Autos antreibt, die angenehmes Klima in den Wohnräumen und so weiter ermöglicht. Das alles ist im Prinzip Energie. Und ich möchte Ihnen hier ein paar Einblicke geben und ein paar Hintergründe vermitteln, um dann in einem zweiten Teil, der da mit Prinzipien für effizienten Energieeinsatz umschrieben ist, so eine Art Vorlesung mit Ihnen zu veranstalten, wo ich mit Ihnen ein paar energietechnische Grundlagen teilen möchte und schließlich im Teil Energieforschung und Lehre bei uns hier am Institut, an der BOKU, einen Überblick geben, wo machen wir konkret was. Ich habe hier zwei Beispielprojekte ausgewählt für Sie, anhand derer ich Ihnen hoffentlich veranschaulichen kann, worum es uns geht. Und Ausblick ist dann ganz kurz, da können Sie sich dann schon aufs Buffet freuen. Energienutzung in der Geschichte ist schon sehr alt. Das ist im Prinzip nicht zuletzt die Energienutzung, die den Mensch vom Tier unterscheidet. Bereits seit 400.000 Jahren nutzen wir Feuer zur Beleuchtung und zur Wärmeerzeugung, zum Kochen und so weiter. Wir haben auch schon sehr, sehr lange Erfahrung mit der Nutzung von Nutztieren. Hier wird auch im Prinzip Energie genutzt. Es wird hier praktisch die Muskelkraft der Tiere genutzt für unsere Zwecke, ist eine Form der Energie. Und dann vielleicht schon etwas besser vorstellbar in der Geschichte, die Nutzung von Wind- und Wasserkraft, die klassische Mühle, wenn Sie denken an die Gesellschaft vielleicht im Mittelalter, nicht? Sie hatten den Großteil der Bevölkerung in der Landwirtschaft, die mussten mit ihrer eigenen Muskelkraft und vielleicht mit den Nutztieren das Auslangen finden. Der Müller war begütert, er hat Wasserkraft genutzt und war meistens auch eine einflussreichere und wohlhabendere Person. Das bringt mich schon hier zu den Schlussfolgerungen aus dieser Geschichte, ohne jetzt die neuere energiewirtschaftliche Geschichte überhaupt noch anzusprechen. Technische Energienutzung bewirkt eine Arbeitserleichterung von uns und eine Produktivitätssteigerung im Wirtschaftssystem. Und sie bewirkt Wohlstand und Macht auch für die Nutzungsberechtigten der Energie. Das sieht man am Beispiel Müller zum Beispiel ganz gut. Wie schaut das jetzt heute aus? Sie haben hier Daten von der Statistik Austria auf dem Bild und im Prinzip sehen Sie hier aufgetragen unsere Wirtschaftsleistung in Österreich
das reale Bruttoinlandsprodukt, das wäre die blaue Kurve, und dahinter gelegt den energetischen Bruttoinlandsverbrauch in Petajoule, der ist da auf der rechten Achse, beide Achsen beginnen bei 0, das heißt, wir sehen eine ungefähre Proportionalität dieser beiden Größen und die Energieintensität, die wir daraus ableiten können, ist ca. 20 Megajoule pro Euro generierte Wirtschaftsleistung und das können Sie umformen in eine Energieproduktivität und kommen dann auf ca. 180 Euro Wirtschaftsleistung, die wir generieren aus einer Megawattstunde eingesetzter Energie. Und die Zahl ist interessant, weil wenn Sie sich vor Augen halten, was ungefähr Ihre elektrische Energie zu Hause kostet, dann ist das ungefähr in dieser Größenordnung. Ja. Und da drinnen steckt in gewissem Sinn die Ahnung, wie wichtig Energie für unser Wirtschaftssystem ist. Und gleichzeitig natürlich aus dieser Kurve die ungefähre Aussage, die Statistiker werden mich geißeln, das auf Basis dieser Kurve kann man es nicht sagen, aber es gibt zahlreiche Studien, die es natürlich belegen lassen. Wirtschaftswachstum bedeutet immer auch einen Energieverbrauchsanstieg. Wenn wir uns den Weltenergieverbrauch ansehen, das sind hier Daten von der Internationalen Energieagentur, sind nicht ganz aktuell, es ist aber leider so, dass die ganz aktuellen Daten dann in einer Form dargestellt sind, die ich didaktisch weniger geeignet halte. Sie sehen hier bereits ein New Policy Scenario, das heißt, die Internationale Energieagentur geht hier schon davon aus, dass Klimaschutzmaßnahmen umgesetzt werden, die derzeit in Diskussion sind, das heißt, das ist ein etwas optimistischer Ansatz schon, was den Energieverbrauch betrifft. Und dennoch zeigt sich ganz klar, dass ein weiterer Anstieg im Verbrauch fossiler Energieträger, das wäre hier Öl, Kohle und Gas, die großen Bereiche da unten, Sie sehen, der Großteil der Energie, die wir weltweit einsetzen, kommt aus diesen fossilen Energieträgern. Und hier ist ein weiterer Anstieg bis 2035 von noch weiteren 30% prognostiziert, selbst in diesem schon eher optimistischen Szenario, was den Anstieg betrifft. Das heißt, der Anstieg könnte auch noch größer sein, wenn wir so weiter tun, wie wir es derzeit gewohnt sind. Steigende Kohlendioxidemissionen sind damit verbunden mit dieser Verbrennung der fossilen Energieträger. Ich möchte hier gar nicht das jetzt erklären. Ich denke, Sie wissen das alle, dass eben dieses CO2, das wir aus den fossilen Energieträgern freisetzen, sich dann in der Atmosphäre auch anreichert und zu steigenden atmosphärischen CO2-Konzentrationen und letztlich zu einem beschleunigten Treibhauseffekt und zu einem Anstieg der mittleren globalen Temperaturen und zum sogenannten Klimawandel führt. Das ist unsere nächste Folie hier. Sie sehen hier abgebildet die globale Temperaturanomalie, das heißt im Prinzip nur, das ist eine Abweichung von einem Mittelwert, der zwischen 1960 und 1990 ermittelt wurde, das heißt, man geht hier aus 0, ist eben die mittlere Temperatur zwischen 1960 und 1990 und Sie sehen hier den Temperaturtrend, das wäre die blaue Kurve und dahinter gelegt wieder die mittlere CO2-Konzentration, die eben hier auch korrelierend ansteigt. Es gab lange Diskussionen, mittlerweile steht es im Bereich der Wissenschaft außer Zweifel, dass dieser Temperaturanstieg signifikant ist. Das heißt, es gibt den Klimawandel tatsächlich und es steht auch außer Zweifel, dass er vom Menschen verursacht ist durch diesen Ausstoß des fossilen Kohlenstoffs als CO2 in die Atmosphäre. Und ich würde sagen, dass das eine der größten Herausforderungen, wenn nicht die größte Herausforderung als Ursache für die Menschheit im Gesamten in unserem Jahrhundert darstellen wird. Es hat schon sehr bald eigentlich wissenschaftlich Analysen zu diesem Thema gegeben. Die sogenannte Kaya-Formel kennen vielleicht viele unter Ihnen. Die wurde bereits im Jahr 1993 vorgestellt von einem japanischen Volkswirtschaftler, der eben Kaya heißt. Und gemäß dieser Formel ist eben der CO2-Ausstoß, den wir produzieren als Volkswirtschaft, proportional einem Produkt aus vier Faktoren. Der erste Faktor ist hier die Bevölkerungszahl, der zweite ist das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, dann der Energieeinsatz pro erzeugter Wirtschaftsleistung und die CO2-Intensität der Energie.
Und wenn Sie sich diese Gleichung anschauen und vor der Problematik diskutieren, wir wollen herunter mit den CO2-Emissionen, um eben zu verhindern, dass der Planet so weit überhitzt, dass er als Lebensraum ungeeignet wird, dann kann man mal anfangen mit dem ersten Faktor, mit der Bevölkerungszahl, die wird weiter steigen. Das heißt, hier anzusetzen, wird nicht ernsthaft diskutiert. Zweitens ist die Wirtschaftsleistung, und in unserem Wirtschaftssystem ist es auch so, dass die steigen sollte. Steigt sie nicht, stagniert sie, sprechen wir schon von Krise, wir sprechen von Arbeitsplatzverlust, von wirtschaftlichen Problemen. Das heißt, es gibt derzeit eigentlich kein Alternativmodell, das erprobt wäre, das hier mit einem sinkenden Bruttoinlandsprodukt in irgendeiner Weise dann annehmbare Verhältnisse schaffen würde. Das dritte ist dann die Energieintensität der Wirtschaft, die muss sinken, genauso wie der vierte Faktor, die CO2-Intensität der Energie. Das heißt, als einzige Lösung aus dem Dilemma, wenn wir hier was machen wollen und nicht mit voller Geschwindigkeit praktisch gegen die Wand fahren wollen, was das Klima betrifft, dann müssen wir die Effizienz steigern und erneuerbare Energien einsetzen statt dieser fossilen Energien. Es gibt auch dazu Studien, hier wieder eine Folie von der Internationalen Energieagentur. Hier wurde im Prinzip ein Modell durchgerechnet, wo die Kosten für gewisse Maßnahmen auch hinterlegt sind. Und bei dieser Optimierungsrechnung ist es im Prinzip eine Extremwertaufgabe, die hier gelöst wird, kommt dann eben ein Mix aus Maßnahmen als volkswirtschaftlich günstigste Lösung heraus. Und Sie sehen, dass circa die Hälfte der CO2-Einsparung, die hier notwendig wäre, um von diesem Current Policy Scenario auf das 450er Szenario zu kommen. Sie sehen hier die CO2-Emissionen aufgetragen in Gigatonnen pro Jahr. Das heißt, wir müssten unsere CO2-Emissionen entlang der grünen Kurve fahren, um das Klima annähernd zu stabilisieren, auf einem Temperaturanstieg von plus 2 Grad, gerechnet vom Jahr 1900. Das wäre circa dieses Szenario laut der Klimatologen. Und um dieses Szenario zu erreichen, könnte eben dieses Mix aus Maßnahmen hier eingesetzt werden. Und ungefähr die Hälfte dieser Reduktion wäre dann aus einer Effizienzsteigerung zu erwarten und die andere Hälfte aus einer Dekarbonisierung der Energiebereitstellung. Vielleicht noch eine Erklärung. Da gibt es eine Abkürzung, das CCS, das heißt Carbon Capture and Storage, wird in Österreich nicht wirklich diskutiert in der Öffentlichkeit, ist aber in Nordeuropa beispielsweise sehr, sehr stark in Diskussion. Das bedeutet praktisch, wir nehmen CO2 aus Anlagen, wo es in konzentrierter Form anfällt und verbringen dieses CO2 so, dass es eben nicht in die Atmosphäre gelangt. Das ist eine Technologie, die hier auch einen Beitrag leisten kann. Das heißt, noch einmal die zwei Grundforderungen. Wir müssen den Wohlstand, unseren Wohlstand vom Energiebedarf entkoppeln. Deshalb wäre eine Effizienzsteigerung. Gibt es sehr wenig praktische Beispiele dafür, dass das je gelungen wäre. Entkoppelung der Energie vom CO2 ist eben ein Switch von den fossilen hin zu erneuerbaren, aber auch zu Carbon Capture and Storage. Und auch die Atomkraft ist letztendlich vom CO2 her zumindest klimaneutral in dem Sinn, oder es entsteht zumindest kein CO2-Ausstoß, darum führt die IEA auch Atomenergie hier in dieser Statistik an. Ich komme dann nachher noch darauf zu sprechen, wie wir das sehen. Und die Frage für uns jetzt an der BOKU ganz konkret ist, was können wir hier beitragen? Es schaut furchtbar aus, nicht? Der Energieverbrauch, der steigt, wir nutzen zunehmend Fossile, hat das überhaupt einen Sinn? Was machen wir hier? Und die Frage ist sehr schwierig und darum habe ich es mir einfacher gemacht und habe einmal erstens für mich definiert, was wollen wir nicht beitragen. Und da bin ich drauf gekommen auf einige Energiemythen, die ich hier mit Ihnen teilen möchte. Man könnte wahrscheinlich zu jedem Mythos zumindest eine halbe Vorlesung extra halten. Der erste Mythos, den ich sehe, ist, Atomkraft liefert Billigstrom. Und ich sage jetzt gar nicht mehr dazu, sondern das ist nur dann der Fall, wenn Sie die Folgekosten verstaatlichen. Wenn Sie schauen, in welchen Ländern werden neue Atomkraftwerke gebaut, das sind nur Länder, wo
die Folgekosten oder wo die Energiekonzerne sehr staatsnahe sind und wo diese Kosten eben verstaatlicht sind. Im Bereich Nordamerika, USA, Kanada gibt es keine neuen Atomkraftwerke seit vielen, vielen Jahren, weil das dort eben den Betreibern angelastet würde und dann ist das Ganze wirtschaftlich sehr riskant. Der nächste Mythos, den ich sehe, dass Wasserstoff kommt. Wir brauchen nichts tun, Wasserstoff ist der Energieträger der Zukunft und mit dem Wasserstoff lösen wir dann alles. Selbst wenn wir eine Energiequelle zur Verfügung hätten, die es uns erlaubt, der Wasserstoff bereitzustellen oder zu produzieren auf erneuerbare Art, denke ich, wird Wasserstoff nie ein Energieträger werden. Er ist als Energieträger denkbar ungeeignet, hat eine extrem geringe zyklische Effizienz, wenn Sie Wasserstoff herstellen, transportieren. Sie müssen ihn unter extrem hohem Druck oder sehr kompliziert irgendwie binden und dann wieder freisetzen. Also er ist sowohl als Speicher als auch als Transportmedium ungeeignet. Nächster Mythos, Brennstoffzellen. Ich denke, auch Brennstoffzellen zur effizienten Stromerzeugung werden großtechnisch nicht kommen. Der Grund dafür ist das ist ein mikroskopischer Grund, ich kann es jetzt aus Zeitgründen auch nicht näher erklären, aber bei der Brennstoffzelle ist im Vergleich zur normalen Batterie, wo Sie die chemische Reaktion an der Elektrodenfläche vorliegen haben, brauchen Sie bei der Brennstoffzelle immer die Reaktion an der Dreiphasengrenzfläche zwischen Gas, Elektrolyt und Elektrode. Und so Dreiphasengrenzflächen sind nur Linien, sind keine Flächen. Das heißt, Sie haben hier keine Fläche zur Verfügung und demgemäß sehr geringe Leistungsdichten zu erwarten. Und der letzte Mythos, alles wird Bio. Kollege Pfeiffer hat es ja schon angesprochen. Derzeit werden weltweit schon 50% des technisch nachhaltig verfügbaren Potenzials an nachwachsenden Rohstoffen genutzt. Und das entspricht aber derzeit schon nur 20% des Primärenergiebedarfs. Das heißt, selbst wenn wir 100% des technischen Potenzials nutzen, entspricht das nur ca. 40% des derzeitigen Primärenergiebedarfs. Wir verbrauchen wesentlich mehr Energie, als nur von der Biomasse her jetzt hier da wäre. Was also können wir tun? Wir probieren es überall, sonst ist die Antwort, vor allem im Bereich der Effizienzsteigerung. Hier wollen wir die gesamte Kette von der Bereitstellung über die Verteilung und Produktionsprozesse auch bis hin in die Gebäudetechnik anschauen. Ich denke, gerade im Bereich der Gebäude gibt es sehr großes Potenzial, hier wirklich effizienter zu werden in Zukunft. Gibt es auch an der BOKU Tradition dazu. Erneuerbare Biomasse, Sonne, Wind, die sind schon im Kommen. Wenn man nach Deutschland blickt, vor allem sieht man das. Und last but not least, auch CO2-Abscheidung aus Abgasen kann in Zukunft relevant werden. Wenn vielleicht auch nicht in Österreich, so doch international. Gut, das war es so vom prinzipiellen Überblick. Wie schaut es aus mit der Energie bei uns auf der Welt und welche Ansätze könnten wir verfolgen? Ich möchte jetzt kurz mit Ihnen noch ein paar, sieht man schon so viel, ein paar grundsätzliche Prinzipien für Energieeinsatz Ihnen vorstellen oder näher bringen, damit Sie vielleicht verstehen, wie wir Energietechniker hier denken. Und hier möchte ich das Prinzip der Exergie aufgreifen, Exergie und Anergie. Dazu ist zu sagen, dass Energie kommt ja in verschiedensten Formen vor. Wir kennen das alle von im Brennstoff gebundener, chemisch gebundener Energie, über elektrische Energie, thermische Energie, Wärmeenergie beispielsweise, wären hier Beispiele. Und es gibt jetzt ein Naturgesetz, das konnte bisher nicht widerlegt werden, dass eben die Gesamtenergie in Systemen erhalten bleibt. Aber wir können jetzt diese Gesamtenergie einteilen in einen Teil, der als Exergie bezeichnet werden kann. Und das wäre eben der Teil der Energie, die in alle anderen Energieformen noch umwandelbar ist. Anergie im Gegensatz dazu ist der nicht mehr umwandelbare Teil der Energie.
Und die Gesamtenergie, die eben erhalten bleibt, setzt sich aus diesen beiden Teilen zusammen. Beispiele wären elektrische Energie, das ist reine Exergie. Sie können elektrische Energie zu 100% beispielsweise in Wärme umwandeln. Mit einem ohmschen Widerstand, wenn Sie Strom durch einen ohmschen Widerstand leiten, wird dort die elektrische Leistung, die dort abgearbeitet wird, in Wärme umgesetzt, der Widerstand wird warm. Sie können so heizen, wenn Sie einen Haartrockner betreiben oder eine elektrische Widerstandsheizung einschalten, passiert genau das. Sie wandeln 100% um. Sie können aber elektrische Energie auch mit sehr, sehr hoher Effizienz, mit nahezu 100% in mechanische Arbeit umwandeln, mit einem Elektromotor und dann beispielsweise ein Fahrzeug damit antreiben. Das geht sehr gut, weil elektrische Energie reine Exergie darstellt und eben vollständig umwandelbar ist. Anders verhält es sich bei der Wärme. Sie haben hier eine Formel von mir hergeschrieben bekommen. Die Exergie der Wärme ist eben kleiner als die Wärme selbst. Das heißt, die Exergie der Wärme wäre das EQ hier und das Q steht für die Wärme. Und das ist um diesen Faktor, der ist immer kleiner als 1 kleiner. Und hier haben Sie drinnen die thermodynamischen Temperaturen der Umgebung, unserer Umgebung hier beispielsweise die Temperatur, die draußen gerade herrscht, und die Temperatur, bei der diese Wärme, die Sie zur Verfügung haben, vorliegt. Und aus dem Faktor sehen wir schon ganz grob, den nennen wir Carnot-Faktor, das kommt daher, dass er von einem Kreisprozess herstammt, der der theoretisch ideale Kreisprozess ist, der die maximale mechanische Arbeit aus einem Wärmereservoir herausholen könnte. Der hängt ab von der Umgebungstemperatur und von der Temperatur der Wärme. Je höher die Temperatur ist, bei der die Wärme bereitsteht, desto kleiner wird dieser hier abgezogene Term und desto größer wird die Exergie. Andererseits, je höher die Umgebungstemperatur ist, desto kleiner wird diese Exergie. Ich habe das hier für Sie dargestellt in einem Diagramm. War auch für mich das erste Mal, dass ich mir das aufgezeichnet habe und wirklich gesehen habe hier in der Vorbereitung dieses Vortrags. Und Sie sehen hier den Exergiegehalt in Prozent aufgetragen über dem Temperaturniveau, bei dem die Wärme eben anliegt. Und Sie sehen, bei der Wärme ist das ziemlich mager, gerade wenn Sie im unteren Temperaturbereich hier sind, wenn Sie an Wärme, die Sie zum Heizen verwenden, beispielsweise denken, oder Geothermiewärme oder dergleichen, dann liegen Sie hier vom Exergiegehalt dieser Wärme in einem Bereich von ca. 30% nur. Das heißt, Sie können maximal ein Drittel dieser Energie noch in elektrische Energie beispielsweise irgendwann umwandeln. Das Ganze hängt auch vom Umgebungstemperaturniveau ab. Eben je kälter Ihre Umgebung ist, desto höher ist der Exergiegehalt. Das ist auch der Grund dafür, warum thermische Kraftwerke beispielsweise in Schweden höhere Wirkungsgrade erreichen können als in Malaysia. Weil dort einfach die Umgebungstemperatur durch die Kühlwassertemperatur, die Meerwassertemperatur eine andere ist. Gut, es gibt jetzt hier einige Beispiele, um das vielleicht die praktische Relevanz dieser Zusammenhänge noch etwas besser zu illustrieren. Wenn wir jetzt elektrisch heizen würden und wir brauchen 100 Einheiten hier, ich habe das auf 100 normiert, 100 Einheiten, um unseren Raum zu heizen, der auf 25 Grad temperiert werden soll, dann geht diese Energie letztendlich durch die Fenster, durch die Türen und durch die Wände nach außen. Und wenn es dann draußen ist, hat es praktisch Umgebungstemperatur und ist 100% Energie, das heißt, ist im Gleichgewicht mit der Umgebung, kann überhaupt keine mechanische Arbeit mehr produzieren. Im Raum drinnen ist der Exergiegehalt bei 25 Grad sehr gering. Das ist eben hier nur mehr 8% und 92% wären Energie. Die elektrische Energie, die Sie in der Widerstandsheizung zuführen, um diese Energiemenge bereitzustellen, ist aber reine Exergie. Das heißt, Sie vernichten hier in dieser Widerstandsheizung Exergie. Und die Frage ist, muss das so sein? Ist das bei jeder Heizung so? Und als zweites Beispiel zeige ich Ihnen hier eine Wärmepumpe, wie es hier beispielsweise aussieht. Und eine Wärmepumpe arbeitet eben jetzt so, dass wir Umgebungswärme nehmen bei 0 Grad, das ist reine Energie, und durch einen ausgeklügelten thermodynamischen Prozess, würde ich sagen, der in jedem Kühlschrank, in jedem Haushalt auch im Prinzip so läuft, aufgewertet wird durch Einsatz reiner Exergie, dann eben ein Energiestrom bei einem höheren Temperaturniveau zur Verfügung steht, der jetzt wieder aus Exergie und Energie besteht.
Und solche Umwandlungen sind so lange thermodynamisch möglich, solange die Gesamtexergie in dieser Umwandlung abnimmt. Das heißt, es wäre dann ein Perpetuum mobile zweiter Art, wenn die Exergie hier anwachsen würde. Das würde nicht funktionieren, aber diese Wärmepumpe, die Sie hier dargestellt haben, die würde funktionieren. Und der Effekt ist, wir brauchen nur ein Viertel der elektrischen Energie. Ja, warum heizen wir nicht nur mit Wärmepumpen? Es ist natürlich wesentlich billiger, in der Anschaffung eine elektrische Widerstandsheizung anzuschaffen, als eine Wärmepumpe zu kaufen. Und das ist im Prinzip dann auch hier der Grund. Ich habe noch zwei Beispiele für Sie. Es geht sich schon aus. Die Gastherme, da wäre es das Gleiche. Wir verlieren hier zusätzlich noch was durch den Kamin und wir haben wieder dann unsere 100 Watt Leistung oder unsere 100 Energieeinheiten Leistung hier, mit der wir den Raum heizen, brauchen aber 123 Einheiten Brennstoffexergie, die entspricht beim Erdgas dem Brennwert. Das ist praktisch, auf der Erdgasrechnung steht auch der Brennwert, da können Sie mal nachschauen, wie viel Energie Sie einsetzen, Exergie Sie einsetzen beim Gas, wenn Sie mit Gas heizen. Und wenn wir uns den Gesamtweg vom Gaskombikraftwerk und bis zum Heizen mit einer Wärmepumpe anschauen, dann kommen wir, das ist im Prinzip das Bild von der vorherigen Folie, wir brauchen diese 25 Energieeinheiten hier, reine Exergie, um die Wärmepumpe anzutreiben. Und die könnten wir in einem modernen Gaskombikraftwerk mit 60% elektrischem Wirkungsgrad aus nur 46 Energieeinheiten Erdgas erzeugen. Das heißt, selbst dieser Weg wäre von der Gesamtexergiebetrachtung her jetzt vorteilhaft gegenüber der direkten Verwendung von Erdgas zum Heizen. Fazit für Konversionsketten jetzt raus, Energie ist nicht gleich Energie. Es bedarf einer Exergiebetrachtung, das ist eine sehr leistungsfähige Geschichte in dem Zusammenhang. Und technisch effiziente Systeme zeichnen sich eben durch geringe Exergieverluste in diesen Umwandlungsschritten aus. Typische Ursachen, Klassiker sozusagen für Exergieverluste sind Wärmeübertragung über hohe Temperaturdifferenzen, wenn Sie sehr heiße Ströme haben und dann im Endeffekt nur lauwarmes Wasser für die Heizung machen draus, dann verlieren Sie sehr viel Exergie. Sie könnten mit einem sehr heißen Strom beispielsweise Strom produzieren und nur mit der Abwärme dann nur mehr noch heizen und es wäre zusätzlich Exergie dann gewonnen worden. Chemische Reaktionen weit weg vom Gleichgewicht. Das prominenteste Beispiel hier ist die Verbrennung. Ganz schlecht, was den Exergieverlust betrifft. Das heißt, man kann beispielsweise, wenn man jetzt zu Technologien geht, wie beispielsweise Vergasung oder gestufte Umwandlungsschritte eventuell hier auch Vorteile erzielen. Und last but not least auch Mischungsvorgänge, die sind vor allem in Wärmenetzwerken ein Problem. Wenn Sie grundsätzlich von einem Erdgaskessel ausgehen, ist das ja nie ein Problem, aber es sind sehr oft Mischventile eingebaut für regelungstechnische Zwecke und auch diese Mischungsvorgänge sind, wenn Sie eine Optimierung angehen, grundsätzlich zu hinterfragen. Gut, und letztlich können wir einen gezielten Einsatz von Exergie anstreben, zum Beispiel von elektrischer Energie, die ist gerade sehr populär, weil wir können elektrische Energie bereitstellen aus Sonne, aus Wind. Und die ist dann am Markt, wenn eben die Sonne scheint oder der Wind geht. Und diese Exergie könnten wir dann gezielt einsetzen, um beispielsweise Abwärmeströme nutzbar zu machen und dergleichen. Und diese Wärme dann auch vielleicht besser speichern als die elektrische Energie. Gut, das war's vom Vorlesungsteil her. Jetzt kommt ein Überblick über die Energieforschung und Lehre hier bei uns am Institut oder an der BOKU. Und ich möchte hier Sie mit einer Folie konfrontieren. Das ist eine Idee, die ich eigentlich schon in meiner Zeit an der Technischen Universität hatte. Und zwar denke ich, dass für eine Arbeitsgruppe, in der die Leute mit Freude am Werken sind und an der Arbeit sind, ein Dualitätsprinzip in der Forschungsstrategie vorteilhaft ist zumindest. Und zwar einerseits visionäre Technologieentwicklungsprojekte zu haben, die klassische Linie, die auch der Kollege Pfeiffer beschrieben hat, vom Prozessdesign hin über grundsätzliche thermodynamische Modellierung und Simulation, über Laborversuche hin zur Errichtung von Pilotanlagen, dann auch dazu führt, dass man sehr viele wissenschaftliche Publikationen dabei produzieren kann, weil das oft sehr neue Prozesse sind, die aber jetzt noch weit weg von einer wirtschaftlichen Umsetzung oder
weit weg von der direkten Anwendung stehen. Und was uns dabei antreibt, ist die Freude am Entdecken. Nicht? Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Aber es ist vielleicht allein zu wenig, weil Sie haben dann 15 Jahre lang geforscht und stellen fest, Sie haben eigentlich durch Ihre Forschung lediglich zusätzliches CO2 ausgestoßen und es wurde noch keine einzige Tonne CO2 dadurch wirklich eingespart. Und darum denke ich, ist es ganz wichtig, diese zweite Seite auch zu haben. Nämlich angewandte Umsetzungsprojekte, wo Sie direkt mit Industrie und Gemeinden arbeiten, wo Sie konkrete Systemanalysen machen, solche Systeme optimieren und dann eine tatsächliche CO2-Einsparung auch erleben. Und hier treibt uns die Freude am Erreichen oder am Erreichten. Und in dem Sinn möchte ich Ihnen noch zwei Beispielprojekte zumuten. Ein Umsetzungsprojekt aus der Praxis in einem lebensmitteltechnischen Betrieb, ein kontinuierlicher Hygienisierungsprozess vor einer Biogasanlage und nachher noch ein visionäres Entwicklungsprojekt, das heißt Vienna Green CO2. Ich sage jetzt noch nicht mehr dazu, das erfahren Sie dann gleich noch, worum es da konkret geht. Bei der kontinuierlichen Hygienisierung hatten wir die Problemstellung, die Firma Großfurtner, der Herr Schummergruber ist heute auch da, es freut mich sehr, hat eine Biogasanlage für Produktionsabfälle, eine sehr mutige Sache, das wurde bereits in den Nullerjahren dort errichtet und es ist eben eine Hygienisierung dieser Abfälle aus der Lebensmittelverarbeitung vor Einbringung in den Fermenter notwendig und diese Anlage, die dort Bestand war, hatte sich ausgezeichnet eben durch einen sehr hohen Wärmeverbrauch, das waren im Batchbetrieb betriebene Behälter, die aufgeheizt werden mussten und dann wieder abgekühlt sind. Es hat dabei auch verfahrenstechnische Probleme gegeben. Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie so einen Behälter füllen und entladen, da gibt es dann Luft, die ist belastet, die Luft ist geruchsbelastet und so weiter. Es war da immer eben schwierig. Und wir haben dann auf einer Fahrt zurück von einer Besprechung dort, nämlich der Roland Kirchmeier, der damals am IFA Tulln war und ich, noch einmal drüber gesprochen und dann im Prinzip diesen echt kontinuierlichen Prozess mit einer Haltestrecke vorgeschlagen und eine Wärmerückgewinnung dabei auch vorgesehen mit einer mit speziell zu entwickelnden Wärmeübertragern. Das wussten wir damals noch nicht im Auto, aber es war dann, hat sich herausgestellt, dass das notwendig ist. Und der Prozess schaut im Wesentlichen so aus, ist keine große Sache, werden Sie jetzt sagen, das hätten wir auch gewusst, dass man das so machen muss. Aber es ist eben das Charakteristische an diesen Umsetzungsprojekten. Sie müssen es halt machen. Hier kommt eben dieses Rohsubstrat, wird dann in diesem Wärmerückgewinnungs-Wärmeübertrager mal mit dem fertigen Produkt im Gegenstrom kontaktiert und mal schon vorgeheizt auf ca. 50 Grad und dann in einer zweiten Stufe mit der sogenannten Substratnachheizung auf die notwendige Temperatur für die Hygienisierung. Hygienisierung ist eine Art Pasteurisierung. Ja? Kennen Sie vielleicht von der pasteurisierten Milch? Da werden eben pathogene Keime hier abgetötet durch die Temperatur. Und das wird dann bei dieser Temperatur eine gewisse Zeit gehalten. Das passiert so, dass das in einer Rohrschlange wandert. Die Rohrschlange ist am Wasserbad und es ist sichergestellt, dass die Temperatur hoch genug ist. Und letztendlich geht das Substrat dann hier zum Biogasfermenter. Und Sie haben hier ein paar Eindrücke, das wäre beispielsweise die Rohrschlange, die hier dann gebaut wurde. Und auch die Wärmeübertrager, die gebaut wurden, das sind dann eben so nette Sachen, die man am Wochenende macht. Für mich war es damals zum Beispiel so, also wir haben wirklich diese Wärmeübertrager selber durchgerechnet und selber gezeichnet und die Firma Großfurtner hat sich dann darum gekümmert, dass die dort direkt vor Ort, Sie sehen da hinten schon die Haltestrecke im Hintergrund, zusammengebaut wurden. Das war vom Wirtschaftlichen her ein Riesenvorteil. Es hat zahlreiche Angebote gegeben von Lieferanten, aber die waren alle entweder technisch unrealistisch oder wirtschaftlich nicht vertretbar. Das Ergebnis war, die Anlage ist seit 2011 im Betrieb. Wir haben im Wesentlichen einen geringeren Wärme- und vor allem einen viel geringeren Wartungsbedarf als davor. Wir sparen auch CO2 tatsächlich ein, 110 Tonnen pro Jahr. Das ist jetzt nicht so viel, werden Sie sagen, aber es ist zumindest was. Und die Umrüstung ist auch klar wirtschaftlich.
Der Prozess könnte an anderen Standorten kopiert werden. Und was für uns jetzt als Forscher das Relevante dran ist, der Auftraggeber hat weitere Effizienzsteigerungsprojekte am Standort evaluiert, mit uns gemeinsam und mit uns gemeinsam umgesetzt, und wir arbeiten auch nach wie vor zusammen. Sie können sich das ungefähr im Ausmaß von einer ganzen Dissertationsstelle, die hier in dem Bereich finanziert ist, vorstellen. Das zweite Projekt heißt eben Vienna Green CO2, und das ist jetzt ein typisches Beispiel für ein visionäres Technologieentwicklungsprojekt. Die Problemstellung war damals im Jahr 2010. Ich war da auf einer Tagung in den USA und bin zufällig in eine Sitzung hineingerutscht. Das waren eigentlich zwei Sitzungen nacheinander, wo solche neuartigen festen Sorptionsmittel zur CO2-Abscheidung diskutiert und hier wissenschaftliche Arbeiten vorgestellt wurden. Und es war markant, dass, obwohl sehr viel Forschung und sehr viel Forschungsmittel auch in diese Thematik schon hineinfließen, ganz offensichtlich, speziell in den USA, sich eigentlich unter den Diskutenten keine Idee gefunden hat, wie denn der Prozess letztendlich, dieser verfahrenstechnische Prozess, wenn Sie ihn im Endeffekt dann einsetzen müssen in der Industrie, aussehen könnte, damit das überhaupt funktioniert. Und ich war damals auch der Meinung, ja, das ist interessant, die forschen da Dinge, die man dann sehr schwer oder vielleicht gar nie brauchen kann oder umsetzen kann. Und ich wurde dann von einem Firmenpartner mehr oder weniger dazu auch genötigt, muss ich sagen, hier einen Lösungsvorschlag trotzdem zu probieren. Und wir sind dann nach längerem Überlegen auf einen Lösungsvorschlag gekommen, ein Wirbelschichtsystem mit zwei mehrstufigen Gegenstromkontaktapparaten hier einzusetzen und eine kontinuierlich betriebene Temperaturwechselabsorption zu betreiben. Das sind jetzt sehr viele Fremdwörter vielleicht für manche von Ihnen. Im Prinzip geht es darum, wir bringen diesen Abgasstrom in einen Kontaktapparat ein, in dem hier mehrstufig im Gegenstrom dieses feste Material, das müssen Sie sich vorstellen als Granulat, durchtransportiert wird, und dieses Granulat nimmt selektiv CO2 auf aus dem Abgas, und das Abgas hinten hat dann eben wesentlich weniger CO2 hoffentlich als davor. Und dieses beladene Material geht dann in eine zweite Reaktionszone, wo dasselbe wieder passiert, aber hier beispielsweise mit Wasserdampf gearbeitet wird. Und hier bekommen Sie dann eine Mischung aus CO2 und Wasserdampf heraus. Den Wasserdampf kondensieren Sie und Sie haben reines CO2. Wie geht man dann vor? Es gibt einmal diese grobe Prozessidee. Wir haben uns gedacht, wenn man es mit Gegenstrom realisiert, also wenn der Feststoff da drinnen durchmischt ist, kann es nicht funktionieren aus thermodynamischen Überlegungen. Das war auch mein hauptsächliches Bedenken gegen den Prozess. Ich habe gesagt, vergesst das, das wird nichts, weil das ist da drinnen durchmischt und dann funktioniert es nicht. Das führt jetzt zu weit, das zu erklären vielleicht, warum das so ist. Aber im Wesentlichen geht man dann einmal so vor, man schaut sich das Ganze einmal thermodynamisch an, eine Massen- und Energiebilanzanalyse samt thermodynamischer Betrachtung. Das wurde hier gemacht mit der, das ist ein Beispiel, wo wir die Software IPSE Pro auch einsetzen. Es wurde ein Modell so einer Stufe dieses Kontaktapparates gebastelt und dann einmal dieser Prozess hier aufgebaut und durchgerechnet. Und was Sie hier sehen, sind im Prinzip zwei solche Gleichgewichtskurven bei unterschiedlichen Temperaturen. Im Adsorber heißt dieser Apparat, der das CO2 aufnimmt, wird eben entlang dieser Kurve hier das CO2 an den Feststoff gebunden, und in diesem Kontaktapparat haben wir dann eine höhere Temperatur, dann kann der Feststoff das CO2 nicht halten. Sie kennen das vom Wasserkochen, ab einer gewissen Temperatur perlt das CO2 heraus bei ca. 60, 70 Grad. Das passiert hier auch beim Feststoff mehr oder weniger. Und wir trennen dann das hier ab. Und diese verschiedenen Stufen ermöglichen es Ihnen dann eben, einerseits hier sehr, sehr geringe Restkonzentrationen an CO2 zu haben und andererseits hier relativ stark konzentriertes CO2 zu haben und eben wenig Dampf zu brauchen. Nachdem diese ersten Berechnungen erfolgreich sind, geht man dann in eine nächste Stufe, und das haben dann schon meine jetzigen Kollegen an der TU eigentlich in die Umsetzung gebracht, so eine Pilotanlage gebaut. Hier sehen Sie das Foto der Pilotanlage.
Hier sehen Sie es auch besser, dass das hier Stufen sind, wo eben dieses Granulat hier im Gegenstrom zum Gasstrom durchgeleitet wird. Das Gleiche passiert hier und das ist so eine doppelte Achterschleife, wo eben dieses Material dann im Kreis geführt wird. Die Ergebnisse sind, wir haben mehr als 90% Abscheideeffizienz ist so immer der Benchmark für CO2-Abscheidetechnologien, wenn sie verglichen werden, haben wir geschafft, dass am Gasstrom, der nur mehr 4 Volumensprozent CO2 enthält, das heißt, es wäre auch für ein Abgas von einer Gaskraftanlage geeignet, und zwischen den beiden Zonen gibt es keine Gasleckagen, das heißt, es geht jetzt kein Stickstoff vom Abgasstrom und verdünnt unseren CO2-Strom am Ende hinüber. Das waren gute Nachrichten von dieser Technikumsanlage. Und wir haben auch gesehen, dass wir das Gleichgewicht quasi in den Stufen erreichen. Das heißt, die Simulation, die wir am Anfang angestellt haben, war gar nicht weit weg vom praktischen Ergebnis. Und wir können auch jetzt während dem Scale-up, wenn wir es in den nächsten Maßstab bringen, mit dieser Simulation weiterarbeiten. Nächste Schritte sind dann, und da gibt es jetzt eben ein Projekt, das hat eben gestartet oder ist gerade dabei zu starten. Das ist ein Klima- und Energiefonds-Leitprojekt, das läuft eben jetzt die nächsten 4 Jahre. Und da geht es eben um das Scale-up dieses Prozesses auf eine Pilotanlage, das heißt, das ist noch keine kommerzielle Anlage, da geht es noch nicht darum, CO2 zu produzieren oder irgendwie kommerziell abzuscheiden. Da geht es jetzt wirklich dann noch einmal darum, das wirklich im industriellen Umfeld zu untersuchen für circa bis zu 10 Tonnen CO2 pro Tag. Und es wird auch untersucht, ob man dieses CO2 dann von der Qualität her dafür nutzen kann, in Wien die Gartenbaubetriebe mit CO2 zu versorgen, die derzeit das CO2 am Markt zukaufen müssen. Und das sind sehr attraktive Preise, wenn man die vergleicht mit dem, was im Bereich der Klimaschützer diskutiert wird, was die Tonne CO2 kostet. Wenn Sie wirklich eine Tonne CO2 kaufen müssen heute, ist der Preis durchaus attraktiv. Für Abscheidetechnologien zum Beispiel. Hier noch ein Bild zur Illustration, das heißt, Sie haben, was das, dieses Leitprojekt jetzt betrifft, wir haben eine Kraftwerksanlage, die Abgas produziert und dieses Abgas, da nutzen wir einen Teilstrom in dem Pilotprojekt und wir in Zusammenarbeit mit der TU Wien, natürlich die TU Wien koordiniert auch das Projekt, kümmern uns hauptsächlich jetzt um diesen Bereich dieser CO2-Abscheidetechnologie in dem Zusammenhang. Es ist dann noch eine Aufbereitung und eine Komprimierung dabei. Und es gibt da eben typischerweise bei solchen Forschungsvorhaben dann auch ein Konsortium an Projektpartnern, die hier gemeinsam arbeiten. Gut, es ist relativ spät. Ich werde jetzt noch ganz kurz durchgehen, was wir von der Energietechnikseite in der Lehre machen. Das dauert aber bei mir nicht lange. Im Prinzip gibt es zahlreiche Bachelor-Lehrveranstaltungen, die von der Institutsgruppe hier heroben an der Türkenschanze betreut werden. Dazu zählen die Prozesstechnik. Das ist ein ziemlich umfangreiches Stoffgebiet, das im Wesentlichen die Grundlagen des Maschinenwesens umfasst und betrifft eben Lebensmittel- und Biotechnologie und UBAM-Bachelor. Das sind zwei Studienrichtungen, die gemeinsam mehr als die Hälfte der BOKU-Studierenden ausmachen. Und ebenso Mess- und Regeltechnik, Energie- und Umwelttechnik, verfahrenstechnische Praktika bieten wir hier an. Was man sagen kann, die Inhalte gehen weit über die Energietechnik hinaus und eine relativ hohe Studierendenzahl erhöht natürlich auch für uns den Aufwand. Wenn man jetzt sagt, man hat eine Vorlesung, kommt es natürlich auch darauf an, sitzen dort 20 Leute drinnen oder 200. Dann gibt es auch zahlreiche Wahllehrveranstaltungen, die jetzt schon eher dann in den Bereich der Energietechnik hineingreifen. Die Lehrveranstaltung Energiewirtschaft wird noch vom Professor Braun angeboten. Da bin ich ihm sehr dankbar. Er unterstützt uns hier in der Lehre noch, weil wir gemeinsam eben daran relativ genug zu tun haben, würde ich sagen. Und es ist auch das nicht wissenschaftliche Personal bei uns und auch die Drittmittelforschenden in die Lehre eingebunden, also bei den Drittmittelforschenden teilweise auch in Vorlesungen und teilweise auch vor allem auch in den Praktika. Gut, dann, das ist noch wichtig, ich möchte auch unseren Institutsteil, es sind fast alle heute hier, also
Lediglich durch Krankheit verhinderte Kollegen haben es nicht geschafft. Möchte ich vorstellen, die Frau Sabine Eisenschenk ist meine Stütze im Sekretariat. Sie ist auch die einzige bei uns in der Gruppe, die vor mir da war schon und die Verbindung praktisch zu den Gepflogenheiten an der BOKU schafft. Zumindest, naja, es gibt schon auch andere, die schon vorher auch an der BOKU waren, weil sie hier studiert haben beispielsweise, und das unterstützt uns natürlich auch sehr. Florian Bröll ist in der Elektrowerkstätte tätig, er ist Automatisierungstechniker mit 9 Jahren Berufserfahrung. Das hilft uns sehr viel, er baut im Prinzip industrielle Qualität hier bei unseren Versuchsanlagen ein. Frau Anna Laussecker ist Labortechnikerin, koordiniert aber gleichzeitig sehr viel in der Lehre. Sie ist beispielsweise für unsere Tutoren und Tutorinnen verantwortlich auch und organisiert die Praktika und Exkursionen bei uns mit den Studierenden. Professor Braun hilft uns auch noch mit dem Lehrauftrag Energiewirtschaft und, was für mich noch viel wichtiger ist, mit Rat und Erfahrung, wenn immer ich eine Frage habe. Frau Wolf ist Universitätsassistentin, Prädoc und forscht im Bereich Wärmepumpen und hat auch Verantwortung in der Lehre übernommen bei der Vorlesung Kältetechnik und Kühllagerung und ist auch bei den Praktikern tätig. Eine sehr große Stütze mit sehr viel Lehrbelastung ist der Dr. Kottig, er ist leider heute krank. Er ist Senior Lecturer und Senior Scientist, halb-halb. Beschäftigt sich in der Forschung mit Energiemanagement und Prozesssimulation, speziell auch mit Energie in Gebäuden und ist im Bereich der Lehre in der Prozesstechnik eingesetzt und das steht jetzt so salopp da. Sie könnten sich das so vorstellen, er hat beispielsweise jetzt gerade im Wintersemester 2400 technische Zeichnungen angesehen und korrigiert. Das sind Stöße, die stehen nicht von selbst, da müssen Sie mehrere Stöße machen. Dann gibt es noch Drittmittelforscher. Mir ist sehr wichtig zu betonen, diese Drittmittelforscher tragen sehr viel von der praktischen Forschung. Ja. Es ist so, man hat ein Projekt und man weiß aber nicht genau, wie lange hat man die Finanzierung noch. Es ist in den seltensten Fällen so, dass man zu jemandem sagen kann, ja, es ist ganz sicher, du kannst 4 Jahre da arbeiten. Das ist eine sehr glückliche Situation, wenn man die hat. Und darum ist es besonders bemerkenswert, wenn sich eben junge Menschen finden, die auch in der Industrie einen Job haben könnten und hier an der Uni im Bereich der Forschung eben sich einbringen. David Wöss ist so ein Drittmittelforscher, der sich in verschiedensten Bereichen einbringt und sein Hauptforschungsgebiet sind eben bidirektionale Wärmenetze momentan. Er ist aber auch Wirbelschichttechniker, kommt von der TU und macht sehr viel im Bereich auch Modellierung und Simulation, wo er auch neue Modelle entwickelt und im Bereich der Kreisprozesse. Ist auch im Bereich der Kältetechnik in der Lehre engagiert und bei den Praktikern. Florian Zerobin ist relativ jung dabei seit dem Vorjahr und wird sich im Rahmen vom Vienna Green CO2 mit der Gasabscheidung beschäftigen, ist aber auch bereits in der Lehre tätig. Frau Dr. Guyo Perez hat uns mit Jahresende leider verlassen müssen. Sie war im Bereich der Grundlagenforschung, Wirbelschichttechnik tätig. Ich habe mit ihr gemeinsam an der TU Wien auch gearbeitet und wir hatten aus meiner Sicht ein sehr interessantes Thema. Es ist aber leider hier eine sehr kompetitive Situation im Bereich der Grundlagenforschung und wir haben es nicht geschafft, das weiter hier zu finanzieren. Momentan ist das in Schwebe. Sie hat aber im Ausland attraktive Angebote und kann das wahrscheinlich für sich sehr gut weiter ausbauen. Und zu guter Letzt haben wir noch den letzten Zugang. Der ist seit circa Jänner auch bei unserem Institut häufig anzutreffen. Damit haben Sie es fast geschafft. Es kommt jetzt noch ein Ausblick. Kommt die Energiewende? Sie hat schon begonnen. Deutschland ist hier ein Vorreiter bei erneuerbarer Energie und zeigt uns, wie es geht. Überraschend deutlich ist der Effekt dieser Maßnahmen in den letzten 2 Jahren, würde ich sagen. Die Strompreise an der Börse sind massiv gesunken.
die produzierende Industrie frohlockt. Ja, wenn Sie sprechen mit den Betreibern, Papierindustrie, Eisen-Stahlindustrie, sie bezahlen viel weniger für Strom als noch vor vier Jahren beispielsweise. Die Energieversorger bezahlen die Differenz. Das heißt, sie verlieren gewohnte Einnahmen aufgrund dieser neuen Konstellationen und politischen Vorgaben. Es kommt in Zukunft sicher auf Herausforderungen hinaus. Wir haben zeitliche Angebotsschwankungen, speziell bei diesen Erneuerbaren, die hier jetzt zusätzlich am Markt sind. Wir brauchen Speichertechnologien und Wärmepumpen, die werden sicher wichtiger. Elektrische Energie wird als Grundressource, Moment, wieso geht es nicht weiter? Hopp. Zeit ist abgelaufen. Ja. Was sehr wahrscheinlich kommt, erneuerbarer Strom als günstige Primärressource, verstärkter Einsatz elektrischer Energie in allen Bereichen, Energieautonomie im Gebäude- und Dienstleistungsbereich sollte angestrebt werden und ist aus meiner Sicht realistisch. Das heißt, es gibt schon Plus-Energie-Gebäude, die sind sehr teuer, aber das Ganze kann auch billiger werden, wie Sie bei den LED-Beleuchtungen beispielsweise sehen oder auch bei der Photovoltaik. Es wird nach wie vor Grundlastkraftwerke geben, aus meiner Sicht, und zwar für die Industrie. Und es ist ein interessanter Aspekt, wenn jetzt die elektrische Energie billiger wird, ist das eigentlich ein geringerer Effizienzanreiz als bei niedrigen Strompreisen. Das heißt, es wird jedenfalls spannend bleiben, in welche Richtung sich das Ganze entwickelt, hier auch bei uns in den entwickelten Ländern. Und es wird eben weitergehen, auch für uns, auch dann beim Buffet, jetzt gleich. Und ich möchte Ihnen einfach trotzdem noch was zum Nachdenken mitgeben. Für ihn wird es nämlich nicht weitergehen, das ist schon sicher. Und er hat vielleicht jetzt noch eine Botschaft, die den Titel vom Vortrag noch erklärt für Sie jetzt letztendlich, die er uns da vielleicht, oder man könnte sich das so vorstellen, von seiner letzten schmelzenden Eisscholle aus sendet in dem Moment, wo wir gerade unser Auto tanken, nämlich, dass es unsere Energie war, die ihn praktisch seinen Lebensraum gekostet hat. Das war es von meiner Seite und ich entschuldige mich, dass es jetzt zu lange war. Ich hoffe, es war trotzdem auszuhalten und ich freue mich, wenn wir uns dann am Buffet noch sehen. Applaus